Also bleiben wir einfach nochmal bei der Veränderung. Wir haben, also ich habe mir sogar die A Change is Gonna Come und den George Benson nochmal angehört. Und die sind schon ziemlich traurig. Und das, was wir letztes Mal ja schon versucht haben anzusprechen, ist den positiven Aspekt von Veränderung wahrzunehmen. Im Endeffekt eigentlich im Hier und Jetzt zu sein und einfach mitzukriegen, dass sich einfach wirklich alles immer verändert, ohne Wertung. Und eher offen zu sein für das, was passiert. Also ich mache diese kleinen Pausen, die ich mache, mache ich auch, um selber abzubremsen. Das ist eine Angewohnheit, die ich euch empfehlen kann. Also wirklich auch im Alltag. Auf der Arbeit. Ja, eine Haltung, eine innere Haltung zu entwickeln, die nicht mehr wie so ein Gummiboot von allen Umgebungsgeschichten hin und her geworfen wird, sondern dass man in sich ruhiger ist. Nun, das ist Yoga, das ist Qigong. Und da hilft diese Frage, bin ich freundlich mit mir, mit denen, die mich umgeben, mit allem? Bin ich aufmerksam? Bin ich gelassen? In so einem 1-2 Atemzug-Zyklus? Das Einzige, was mir jetzt noch zur Veränderung einfällt, bevor wir jetzt gleich starten, ist, dass je länger ich das hier an diesem Ort mache, Qigong und ein bisschen Tai Chi, und zwar das ganze Jahr durch, also unser Sonnabendtermin geht wirklich das ganze Jahr, jetzt schon zum dritten, wir sind jetzt schon im dritten Jahr auf dieser Wiese, und die Formen sind ja für mich auf jeden Fall nicht mehr neu. Ich nehme da auch gar nichts Großes mehr zu, also wir machen jetzt noch ein bisschen Body Wave herleiten mit 5 Yoga Asanas im Sitzen. Das kommt langsam. Aber ansonsten bleibt das ja gleich. Diese Formen, formal. Aber alles andere verändert sich. Die Jahreszeiten, das Wetter, welche Vögel da sind, ob Kinder laute Musik hören. Das ist alles immer verändert sich. Dann die Lebensumstände. Mal hat man ein gebrochenes Bein, mal nicht. Oder kurzzeitig, das innere Wetter nenne ich das, also diese Gefühle. Und trotzdem, also muss ja nicht ein gebrochenes Bein sein, aber selbst der Körper verändert sich auch immer. Mal habe ich zu viel Zucker gegessen, das merke ich, dann ist mein Kreislauf irgendwie nicht so gut. Dann machen wir die Meridian-Streckübungen öfter, wenn ich zu viel Zucker gegessen habe. Also wirklich alles verändert sich. Die innere Einstellung, die Lebensumstände, das Wetter, die Jahreszeiten, die Leute, die kommen oder die nicht kommen. Immer alles. Nur diese Formen. Also die sind auch nicht immer gleich. Man wird da irgendwann, besser kann man das nicht nennen, also man wird diffiziler. Aber es ist im Grunde genommen ist das toll, immer wieder zu einer gleichen Zeit diese Formen zu machen.
Also eine Stetigkeit in Veränderung. Genug. Genug, genug. Wir sitzen 20 Minuten. Ohne großartige Anleitung. Nur mit der Anleitung richtet euch ein, macht es euch aufrecht sitzend bequem, sodass ihr frei atmen könnt. Könnt euch auch bewegen und so weiter. Müsst hier nicht stocksteif sein, das ist locker. Das kann durchaus die gesamten 20 Minuten dauern. Also wirklich, wir haben hier jetzt vorher Qigong gemacht, sogar ein bisschen Yoga, sodass der Körper schon ein bisschen mehr vorbereitet ist. Und dann, was macht mein Geist? Auch nichts von ihm verlangen, auch zu ihm freundlich aufmerksam und gelassen sein. Und ihn von selber zur Ruhe kommen lassen. Und falls es überhaupt in den 20 Minuten möglich ist, wenn Körper und Geist zur Ruhe gekommen sind, von selber, ohne Druck, dann kann es sein, dass der Atem überbleibt. Also das Wahrnehmen des Atems. Und das wäre in 20 Minuten, wäre das schon schön. Gibt nichts zu erreichen. Ab und zu wird man belohnt mit Ruhe, innerer Ruhe und Lächeln. Manchmal nicht.
wieder die Zeit, um sich die Frage ohne Antwort zu stellen. Wie liefen diese 19 Minuten? Fühle ich mich jetzt? Wunderbar. Du guckst grimmig. Langsam, langsam. Auch wenn wir nur so wenige sind, machen wir unseren Salu. Halt, ich gucke noch. Keine Fragen sind. Okay. Langsam, langsam, langsam. 3-mal. Sadhu. 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 Keine Ahnung. Genau aus dieser, glaube ich. Ziemlich wenige Leute sogar auf der Wiese unterwegs, das ist schon merkwürdig. Das ist fast wie Lockdown, wahrscheinlich sind die alle am Badeteich oder was? Ich verstehe es nicht, also keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Es verändert sich alles immer.